Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, liebe Devotees, vielen Dank dafür, dass ihr mich im Dienst beschäftigt. Dass ich mich in eurer Gemeinschaft aufhalten darf, ist für mich ein großer Erfolg und eine große Ehre. Denn in diesem Moment winkt uns Krishna in seinen Dienst. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt in einer manifestierten Sicht befinden. Auch wenn wir gegenseitig weit entfernt sind, sind wir manifestiert. Dank des Internets, dank der materiellen Energie, können wir jetzt Gemeinschaft haben und uns gegenseitig dazu inspirieren, weiterhin zusammen Prabhupadas Mission zu dienen. Das ist unsere Luft, die wir atmen. Das ist die einzige Gemütsstimmung, die es uns erlaubt, sich in einer guten spirituellen Verfassung zu fühlen. Wenn wir damit beschäftigt sind, Srila Prabhupada und seiner Mission zu dienen und den Devotis zu dienen, die Srila Prabhupadas Mission aufrechterhalten. Und jetzt ist gerade eine Zeit der Vorsicht, eine Zeit der Abgrenzung. Und um diese Zeit richtig zu nutzen, müssen wir verstehen, dass diese Zeit der Abgrenzung sich nicht von der Zeit unterscheidet, wenn wir diese Welt verlassen werden. Wie Srila Prabhupada gesagt hat, man muss immer bereit sein. Wir wissen nie, wann wir diesen Körper verlassen werden. Deswegen muss man immer überzeugt sein und so leben, als wäre es unser letzter Tag. Bevor wir anfangen, uns in das Chaitanya Charitamrita zu vertiefen, würde ich gerne Mutter Dinasharana danken, die ihre Barmherzigkeit über uns und besonders über mich geschüttet hat. Als wir in Europa waren, habe ich ihre väterliche, nicht mütterliche, sondern eben diese väterliche Bhava gespürt, diese edle und brauchbare Strenge, die man von einem Vater oder Lehrer oder von einem Meister bekommt. Ich bin dieser Gemeinschaft sehr dankbar. Genauso fühle ich auch jetzt ihre Barmherzigkeit. Sie hat mich in diesen Dienst reingebracht, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Und ich wollte meine Dankbarkeit durch diese bescheidene Gemeinschaft hiermit zum Ausdruck bringen, auch wenn es weitaus erhabenere und spirituell hoch ausgebildetere Devotees gibt, bei denen ich um Segnung bitte, um diesen Dienst so qualitativ zu verrichten, wie es nur geht. Выразить эту благодарность в виде просто вот такого скромного общения, хотя наверняка есть много преданных, которые более возвышенные, более грамотные, образованные в духовной науке. Я прошу благословения ваших, чтобы попытаться сделать это служение качественным настолько, насколько оно возможно. Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, drittes Kapitel, die Gründe für das Erscheinen Sri Chaitanya Mahaprabhu. Wir lesen einige Texte. Nun Text 19. Yugadharma pravartaimu nama sankirtana chari bhava bhakti diya nachamu bhuvana. Я положу начало религии этого века. Ich werde persönlich die Religion des Zeitalters wieder einführen. Nama Sankirtan, das gemeinsame Chanten des heiligen Namens. Ich werde die Welt in Ekstase tanzen und sie die vier Wohlgeschmäcker des liebenden, hingebungsvollen Dienstes kosten lassen. Text 20. Ich werde die Rolle eines Gottgeweihten annehmen
und an meinem eigenen Beispiel hingebungsvollen Dienst lehren. Erläuterung von Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Wenn man mit einem reinen Gottgeweihten zusammen ist, wird man derart erhoben, dass man nicht einmal nach Sarishti, Sarupya, Samipya oder Salokya strebt, weil man fühlt, dass solche Befreiung eine Art von Sinnenbefriedigung ist. Reine Gottgeweihte bitten den Herrn um nichts für ihren persönlichen Nutzen. Selbst wenn ihnen persönliche Vorteile angeboten werden, nehmen reine Gottgeweihte sie nicht an, weil es ihr einziger Wunsch ist, die höchste Persönlichkeit Gottes durch transzendentalen, liebevollen Dienst zufriedenzustellen. Niemand außer dem Herrn selbst kann diese höchste Form hingebungsvollen Dienstes lehren. Als der Herr den Platz der Inkarnation des Kali Yuga einnahm, um die Herrlichkeit des Chantens von Hare Krishna zu verbreiten, die in diesem Zeitalter empfohlene Methode der Verehrung, lehrte er daher auch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes auf der Ebene transzendentaler, spontaner Liebe. Um die höchsten Grundsätze spirituellen Lebens zu lehren, erschien daher selbst als Gottgeweihter in der Gestalt Sri Chaitanyas. Wir lesen noch den Text 21. Dieser ist ohne Srila Prabhupadas Erläuterung. Апанина кайли дхарма шикханана яя Эйта сидханта гита бхагавати гая. Solange man nicht selbst hingebungsvollen Dienst ausführt, kann man nicht andere darüber belehren. Diese Schlussfolgerung wird in der Gita und im Bhagavatam zweifellos bestätigt. Намо Вишну падая Кришна приштая буталеши мати бхакти виданта свами нити намине намасте сарасвати деви гауравани прачарине нирвишеша шунья вади пашчатья дешатарине джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхар шивасади гаура бхакта вринда хари кришна хари кришна 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 хари 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 рама хари рама 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 хари хари. Sri Chaitanya ist die barmherzige Inkarnation Krishnas. Er kam in diese Welt, um den Anfang des Yuga Dharmas, des Harinam Sankirtan, zu setzen. Krishna Das Kaviraj Goswami sagt hier, dass er uns die Methode gegeben hat. Er, Krishna, gab uns die Methode, mit dessen Hilfe sich die Menschen Gott nähern können und Prema, Liebe zu Gott, bekommen können. Doch genauso zeigte er auch durch sein eigenes Beispiel, wie diese Methode funktioniert. Devotees, die Mahaprabhu in ihr Herz gerufen haben, oder den Herrn, der diese Gemütsstimmung übergibt, müssen auf eine wahrhafte Weise dieselben Anzeichen der Hingabe manifestieren und Harinam singen und sich unmittelbar mit der Predigt beschäftigen. Mahaprabhu war sozusagen ein Organisator der Predigt. Er selbst trug die Botschaft des heiligen Namen, Bhakti. Doch um ihn herum befanden sich seine Anhänger. Das war seine Waffe, also seine Schönheit und seine Anhänger. Das ist das, womit Mahaprabhu die Welt erobert hat und sie auch immer noch erobert. Jetzt ist die Zeit, wo Sri Chaitanya nicht wie derjenige erscheint, der die Dämonen tötet, Dharma wiederherstellt und seine Geweihten beschützt. Er ist jetzt wie derjenige gekommen, der die Dämonen befreit. Er ist also sehr barmherzig und rettet die Gefallensten. Namo Mahavadanyaya, Krishna Prema Pradayate. Er gibt also sofort Krishna Prema. So rettet er. So gibt er dem Lebewesen die Möglichkeit, mit dem heiligen Namen in Kontakt zu treten. Und wir müssen uns darauf stützen. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist das, was uns Pranadhana oder diesen Reichtum in Form von Lebenskraft gibt. Doch nicht einfach nur Lebenskraft. Das muss auch unser Reichtum sein. Die Handlungen Mahaprabhus und die Handlungen seiner Anhänger sind für uns Pranadhana, Lebenskraft. Sie sind für uns die Methode, die uns lebendig werden lässt und nicht wie laufende Tote. Wie Prabhupada manchmal gesagt hat,
dass wenn wir irgendwelche Dinge einfach nur äußerlich tun, die nach Spiritualität aussehen, doch wir im Innern nicht den Geschmack zum heiligen Namen und zum Dienen entwickeln und wir diese Methode nicht praktizieren, sind wir einfach nur lebende Tote. Und wie sollen wir zum Leben erwachen? Man muss immer in einem Geist der Predigt leben, immer im Geiste eines Retters, immer im Geiste derer, die schon Prema bekommen haben. Vielleicht fühlt er den Geschmack noch nicht, doch er hat sie schon bekommen. Und solch ein Mensch wird zu einem reichen Menschen, selbst wenn er noch gar nicht versucht, diesen Reichtum zu nutzen. Er hat ihn schon. Und wir haben alle diesen Reichtum bekommen. Wir haben das Mahamantra bekommen, wir haben einen Gründer Acharya bekommen, also wir haben Srila Prabhupada von Krishna bekommen. Das ist das, worauf wir uns als Grundlage stützen müssen. Und wenn man Ort, Zeit und Umstände beachtet, so wie Prabhupada das getan hat, denn worin liegt sein Beispiel? Was im Bhagavatam und in der Gita beschrieben wird, oder wie es hier der Vers 21 sagt, dass derjenige, der dem Herrn nicht dient, andere auch nicht lehren kann, Gott zu dienen. Und Srila Prabhupada hat Gott hundertprozentig gedient. Und wie hat er das getan? Es ist wichtig, dass man sich für Prabhupadas Predigten, wie er Devotees beschützt hat und wie er ISKCON organisiert hat, wie er Tempel gebaut hat, nicht einfach nur begeistert. Es ist auch wichtig, bei Prabhupada das zu nehmen, was vor Prabhupada niemand getan hat. Prabhupada zeigt uns, wie man die materielle Energie in den Dienst stellt und wie man Ort, Zeit und Umstände beachtet, um diese Energie richtig zu verwenden. Das ist eine der wertvollen Beispiele, die uns Prabhupada gelassen hat, damit wir sehr intelligent werden und in der Lage sind, die materielle Energie in den Dienst zu stellen. Und ich würde gerne mit euch teilen, womit ich gerade lebe. Und warum möchte ich das? Ich möchte das nicht, um mich selbst zu zeigen. Ältere Devotees sagten einmal zu mir, das war noch zu einer anderen Zeit, circa 15 Jahre her. Als sie mich baten, Vorträge zu halten, fragte ich sie, worüber ich die Vorträge halten soll, was ich erzählen soll, welche Aspekte zurzeit nötig sind, welchen Bedarf die Yatra hat. Und ich habe einige Male so eine Sache von ihnen zu hören bekommen, die mich sehr motiviert hat. Sie sagten zu mir, erzähle das, womit du gerade lebst, was dich motiviert, was ist dein innerer Antrieb? Und dann habe ich verstanden, dass Devotees motivierende Fakten brauchen und nicht einfach nur eine gewisse trockene Philosophie. Denn diese wird nicht immer den Enthusiasmus bringen, um unseren spirituellen Weg weiter fortzuführen. Und zurzeit möchte ich diese Möglichkeit genauso nutzen und das, womit ich zurzeit lebe, teilen. Das ist vielleicht nichts Geheimes, doch dafür etwas sehr Lebendiges. Das, womit ich gerade lebe, ist etwas Lebendiges. Das ist für mich persönlich, für unsere Mannschaft und auch für unsere Gemeinschaft und auch für Devotees, die motiviert sind zu predigen, eine Erkenntnis. Zurzeit zwingt uns die Lage der Welt in eine Isolation, auch wenn dieses Wort nicht angenehm klingt. Doch sie ist sehr bequem. Sie ist für den persönlichen, spirituellen Progress bequem. Denn in diesem Moment kann man verstehen, auf welcher spirituellen Ebene man sich befindet. Denn wir schließen uns sozusagen äußerlich ein und während dieser Zeit können wir fühlen, wie sehr wir Geweihte Krishnas sind, wie sehr wir ihm in diesen Umständen unser Leben geben können. Und wie kann ich das testen, wie sehr ich das kann? Indem ich schaue, wie viel Zeit ich dafür aufbringe, um den heiligen Namen zu chanten. Wie viel Zeit ich dafür aufbringe, um Prabhupadas Bücher zu lesen, wie sehr ich mich darin vertiefe. Das war die Sache mit der Zeit. Die andere Sache ist die mit der Qualität. Habe ich den Geschmack am Chanten der heiligen Namen? Und habe ich Geschmack am Lesen von Prabhupadas Büchern? Habe ich also diesen Geschmack?
Und das kann man testen, einfach indem man anfängt, sich zu vertiefen. Und in diesen, sagen wir mal, geschlossenen Umständen musste ich versuchen, darüber nachzudenken, wie Srila Prabhupada in diesen Umständen gepredigt hätte und worauf er seine Akzente für seine Predigt gesetzt hätte. Und daher hat Intelligenz gegeben, um das Internet zu nutzen, um in das Bewusstsein vieler Menschen dieser Welt einzugehen, die zurzeit eingesperrt in ihrer Wohnung sitzen und nirgendwo hingehen können. Это можно проверить, просто погрузиться и начинать сразу это делать. И вот в этих рамках Guru Maharaj sagte mal, dass die Visitenkarte von eurem Familienhaus der fünf Wahrheiten das Srimad Bhagavatam sein wird. Und ich habe während dieser ganzen Zeit darüber nachgedacht, was das bedeutet, wie man das manifestieren kann und was das für eine interessante und mächtige Unterweisung ist. Denn sie hängt direkt mit dem Srimad Bhagavatam zusammen, mit Krishna selbst. Srimad Bhagavatam ist selbst Krishna, das ist seine Klanginkarnation. Und dann kam das Verständnis, dass wir einen Srimad Bhagavatam Lesemarathon organisieren müssen. Und letztes Jahr in Vrindavan fragte ich Vrajasundara Prabhu, das ist ein Devotee, der sich mit Vaishnava-Ausbildungen beschäftigt. Und ich fragte ihn, ob es eine Methode gibt, die es ermöglicht, das Srimad Bhagavatam in 7 Tagen durchzulesen. Und er sagte, dass man einfach nur die Haupttexte lesen muss, ohne Sanskrit und ohne Erläuterung. Das ist einfach so eine Methode. Und ich dachte mir, worin liegt der Wert ohne Prabhupadas Erläuterungen? Ohne Prabhupadas Kommentare verliert das doch den kompletten Sinn. Doch er antwortete darauf, dass das einfach nur eine vorbereitende Methode ist, die einen auf das Studium von Prabhupadas Kommentaren vorbereitet. Worin liegt also ihr Wert? Der Wert liegt darin, dass sie uns direkt ein komplettes Bild gibt. Wir bekommen dadurch ein Gesamtbild des Srimad Bhagavatam. Und das ist eine sehr mächtige Meditation. Denn als ich versucht habe, das in Vrindavan zu machen, hat es nicht geklappt. Denn in Vrindavan hat man offene Türen in seinem Zimmer. Man kann in den Tempel gehen, man kann auf Parikram gehen, man kann sich alleine an einen See oder Fluss zurückziehen. Denn wenn man alleine ist, ohne eine Gruppe, ist das äußerst angenehm. Alleine auf Pilgerfahrt, wo man ungestört ist, wo man sich vertiefen kann, wo man keine große Verantwortung trägt, wo man sich in den heiligen Namen vertiefen kann, in Prabhupadas Bücher vertiefen kann und so weiter. Doch diese 7-tägige Methode hat eine derartige Wirkung, dass man nirgendwo hingehen kann. Denn ihr habt jetzt Verantwortung, ihr habt euch diesen Umstand geschaffen, um das ganze Bhagavatam zu lesen, seine Haupttexte. In Vrindavan hat das bei mir nicht geklappt, denn dort stehen die Türen offen und man möchte dorthin und dorthin und man hat auch noch wenig Zeit. Gerade mal 7 Tage in Vrindavan und man muss sie sich gut aufteilen. Und ich dachte, das sind wohl genau diese 7 Tage für die Lesung. Doch als ich am ersten Tag angefangen habe zu lesen, ich habe ungefähr 10 Kapitel gelesen, erfuhr ich die Macht des Bhagavatam und ich habe verstanden, dass das bei mir hier in Vrindavan nicht klappen wird. Das war so eine starke Vertiefung, dass der Geist sagte, nicht jetzt, nicht so schnell. Das ist etwas so Besonderes, dass es dein Bewusstsein darauf einzementieren wird. Und der Geist erschreckte sich und ich erfuhr dadurch auch genauso die Macht des Geistes. Das erste Mal, dass ich so etwas gefühlt habe. Und so wie ich Erfahrung habe, wie man mit dem Geist zusammenarbeitet, gebe ich ihm manchmal Chancen. Ich verbiege und breche ihn nicht sofort. Ich sagte, na gut, das war unsere Probearbeit, doch bereite dich darauf vor, dass wir das tun werden. Und ich habe gefühlt, dass der Geist zufrieden geblieben ist. Und wodurch war er zufrieden? Er hat es sogar erwartet, denn diese Süße ist auch in den Geist eingegangen. Und einige Zeit später nach Vrindavan fing die Quarantäne an und ich verstand, dass die Zeit gekommen ist.
Also organisierten wir diesen Srimad Bhagavatam Marathon. Und ich hatte schon eine Vorahnung, dass das eine äußerst mächtige Hyper-Yagya wird. Für Prabhupada, für die Welt, für Guru und für Krishna. Das wird für das gesamte Wohl, dachte ich. Und wir versammelten eine Mannschaft aus Devotees, die diesen technischen Internetpart organisiert haben, welcher über die Grenzen Russlands hinaus in alle Länder ging. Es war, als ob er sich über alles erhoben hat. 33 Länder haben an diesem Marathon teilgenommen. Über 3.500 Menschen waren registriert. Womit lebe ich also zurzeit? Ich lebe damit, dass wir diesen Marathon beständig, ohne Halt machen wollen. Und was ist der Wert dieser Lesung der Texte? Er gibt ein Gesamtbild und eine gigantische Süße und einen gigantischen Bedarf an dem Studieren von Prabhupads Erläuterung. Also eben studieren und nicht einfach nur lesen, wie irgendeine gewöhnliche Information. Wenn wir bei dem Bhagavatam nur die Haupttexte lesen, ist das kein Studium. Das ist eine Art Auffüllung. Das ist, wenn wir unsere Erinnerung auffrischen wollen. Wer ist Krishna? Was sind Devotees? Was ist hingebungsvoller Dienst? Was ist Yajna? Was ist Askese? Was sind gute Taten? Das wird also für uns alles in einer kurzen, gepressten Sicht vorgestellt. Da, wo wir Lücken hatten, wird jetzt alles aufgefüllt und einzementiert. Und um das Ganze aufzubewahren und zu schützen, muss man nun die Erläuterungen von Srila Prabhupada studieren. Dann wird das alles seinen Platz haben. Man kann sich also ein- oder zweimal im Jahr diese 7 Tage freinehmen. 7 Tage für sich im Geiste lesen, nur die Texte. Wenn ihr 5 bis 6 Stunden am Tag liest, wird das genau 7 Tage brauchen. Man kann auch 1 bis 2 Stunden lesen, das ist wie jeder mag. Ich empfehle euch laut zu lesen. Ich habe auch laut gelesen, weil ich darum gebeten wurde, wegen Menschen, die nicht lesen können, aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel, weil sie zu alt sind, blind sind oder kein Bhagavatam haben und so weiter. Ich habe insgesamt 10,5 Stunden am Tag laut gelesen und dafür wurden 9 Tage benötigt. Doch meine Erfahrung ist, dass wenn ihr laut liest, ihr mehr durch die Intelligenz liest. Ihr seid dann gesammelt und euch lenkt dann nichts ab. Wenn man im Geiste liest, ist es gut möglich, dass der Geist auch abdriften kann. Sucht also für euch aus, wie ihr lesen werdet. Probiert es aus. Man kann auch beides abwechselnd tun. Doch diese Yagya kann ich einfach nur empfehlen, auszuführen. Ihr werdet eine Revolution in eurem Bewusstsein vollziehen. Es wird ein gesamtes Bild vom großen Ganzen entstehen und es wird ein großer Geschmack zu Prabhupads Büchern aufkommen, zu seinen Erläuterungen und zu seiner Sicht, wie er das alles sieht. Und wie wir das alles in der Predigt nutzen können, das muss man auch aus Prabhupadas Erläuterungen rausziehen. Wie kann ich also meine Stellung, in der ich mich befinde, in der Predigt nutzen? Dafür muss man nicht unbedingt der Überprediger sein. Man kann auch einfach für gewisse Gruppen von Menschen im Internet vorlesen und damit Prabhupadas Erläuterungen verknüpfen. Innerhalb eines Jahres kann man das Srimad Bhagavatam komplett lesen, sogar mit Prabhupadas Erläuterungen. Wir müssen das wertschätzen und in unserem spirituellen Leben ein gewisses Interesse haben. Das ist kein Egoismus. Man muss sich um sein spirituelles Leben kümmern. Dann können wir auch dieser Unterweisung im Chaitanya Charitamrita folgen, wo es heißt, dass derjenige, der Gott nicht dient, das auch anderen nicht beibringen kann. Das ist die Wahrheit. Und sie ist in der Gita und auch im Bhagavatam zu finden. Und wenn wir selber diesen Geschmack zum Bhagavatam, zu Krishna-Lila und all seinen Aspekten haben, wird es sehr leicht sein, es anderen zu predigen und zu übergeben. Die Leute werden es einfach nur nehmen. Eine große Menge an Dankbarkeit kam von Devotees und auch von normalen Menschen dafür, dass wir diesen Marathon organisiert haben. Große Dankbarkeit. Devotees haben sich gegenseitig ausgetauscht, wie sie endlich angefangen haben, Prabhupadas Bücher zu lesen.
Einer hat sogar geschrieben, dass er die Bhagavad Gita 10 Jahre lang nicht aufgeschlagen hat und nun hat er sie aufgeschlagen. Vor der Bhagavatam-Lesung haben wir einen Tag dem Lesen der Bhagavad Gita gewidmet. Des Weiteren haben sich einige Devotees darüber ausgetauscht, wie sie endlich angefangen haben, konstant 16 Runden zu chanten. Davor war es ihnen nicht möglich. Genauso haben auch einige Devotees im allgemeinen Geschmack am spirituellen Leben und an der Predigt gefunden. Sadhana Bhakti. So ist der Einfluss des Srimad Bhagavatam. Und zurzeit organisieren wir einen Marathon für Bhagavad Gita und Chaitanya Charitamrita. Wir wollen also, dass diejenigen, die das Bhagavatam gelesen haben, jetzt auch das Chaitanya Charitamrita lesen, damit sich ihr Geschmack festigt und ihre Aufmerksamkeit auf Sri Chaitanya und die gesamte Panchatattva gerichtet wird. Wir wollen also in den Predigergeist eingehen. Denn der Predigergeist und die Mission ist im Bhagavatam nicht so stark ausgeprägt. Zweifelsohne ist er dort, aber er ist dort nicht markant ausgeprägt. Nur für diejenigen, die Erfahrung haben, ist er dort sichtbar. Doch im Chaitanya Charitamrita ist Sri Chaitanyas Gemütsstimmung wie die eines Predigers enthalten. Yuga Dharma Harinam Sankirtan. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was unser Leben lebendig machen wird. Es ist nicht wichtig, ob wir in Quarantäne sitzen. Unser Leben geht weiter. Es hat uns niemand weggenommen. Und die Vorbereitung für die letzte Prüfung wird immer einen Platz haben, egal wie alt wir sind und egal, auf welcher Stufe wir uns befinden. Das Srimad Bhagavatam lehrt uns das. 7 Tage lang bereitete sich Maharaj Parikshit darauf vor, seinen Körper zu verlassen. Und wenn wir das Srimad Bhagavatam qualitativ lesen möchten, müssen wir diese Gemütsstimmung von Maharaj Parikshit haben. Ich habe nur noch 7 Tage. Worauf werde ich meinen Schwerpunkt legen? Was ist in meinem Leben jetzt wichtig? Und wenn wir in solch einer Stimmung das Srimad Bhagavatam lesen, öffnet das Bhagavatam seine sogenannten geschlossenen Seiten. Dort taucht dann der Geschmack des Dienens auf. Dort taucht dann der Geschmack auf, in die spirituelle Welt zu streben. Dort taucht dann der Geschmack auf, das Krishna-Bewusstsein ständig in einem guten Tonus aufrecht zu erhalten. Und ein großer Geschmack zum Dienen wird dann auftauchen, der Mission Srila Prabhupadas zu dienen. Denn das Leben ist so kurz. Das wird alles auftauchen. Deswegen bin ich den Devotees sehr dankbar, die damit fortfahren, ihren Dienst in Srila Prabhupadas Mission fortzuführen. Für solche Menschen wird Krishna zweifelsohne immer offen sein. Krishna versteckt sich nicht. Im Gegenteil, er will sich zeigen. Vielen Dank, liebe Vaishnavas. Vielen Dank, dass ihr in einer aktiven Phase des Dienstes für eure spirituellen Meister bleibt und für Srila Prabhupada. Bewahrt eure Gesundheit, besonders jetzt in dieser Atmosphäre. Bewahrt eure spirituelle Gesundheit zuallererst. Wenn unsere spirituelle Gesundheit in guter Form ist, wird die materielle Energie in keiner Weise auf unser Krishna-Bewusstsein Einfluss nehmen. Hoffen wir bald, dass die Grenzen wieder geöffnet werden und wir zu euch in euer Land kommen können, eure schönen Deities sehen können. Die Atmosphäre, die wir da gefühlt haben, hat uns das Gefühl gegeben, dass wir zu Prabhupada nach Hause gekommen sind. Wenn ihr am Srimad Bhagavatam und am Chaitanya Charitamrita Marathon teilnehmt, werdet ihr Geschmack bekommen und somit auch selber etwas organisieren können. Устремиться в духовный мир, появится вкус удерживать сознание Кришны постоянно в тонусе в хорошем, и появится вкус, огромный вкус служить миссии Шрилы Прабхупады, потому что такая короткая жизнь. Да, это все появится, ценность этого появится. Поэтому я очень благодарен преданным, которые продолжают свое служение в духе миссии Шрилы Прабхупады. Продолжает его. Поэтому для этих людей, безусловно, Кришна, он всегда будет открыт. То есть он не прячется, Кришна, он наоборот хочет открыть себя, показать себя. Спасибо вам огромное, дорогие вайшнавы. Спасибо, что вы продолжаете свой земной путь. Остаетесь
в активной фазе служения своим духовным учителям Шрилы Прабхупаде, миссии также Шрилы Прабхупады. Берегите свое здоровье, особенно сейчас, когда такая атмосфера в стране, в мире в целом, да. Берегите здоровье, в первую очередь духовное. То есть, если духовное здоровье у нас в хорошей форме, то материальная энергия, она никак не повлияет на наше сознание Кришны. Если духовное здоровье у нас есть. Будем надеяться, что однажды эти границы опять раскроются. И мы сможем опять приезжать к вам, туда, в вашу страну. Увидеть ваших прекрасных божеств. Преданные до сих пор иногда делятся реализациями, как они для Джаганатхи там предлагали лепестки, такое, что-то такое сокровенное было. Этот киртан, который там был, эта атмосфера, которая там всех успокоила, потому что этот переезд, который был у нас по Европе, он забирал сил у нас много. Но когда мы попадали в эту атмосферу, которую там создали преданные, мы чувствовали, что мы пришли к Прабхупаде домой прям, что здесь дух Прабхупады царит, что здесь мы восстановим свои силы, да, духовные, дальше впустимся в путешествие проповедническое. Поэтому мы скучаем по вашей дхаме, в которой вы также находитесь, служите, развиваете свое сознание Кришны и радуете Шрилу Прабхупаду. Будьте счастливы, будьте, еще раз скажу, здоровы, будьте очень бдительны. Берегите свое сознание Кришны, берегите его, общайтесь с вайшнавами, открывайте сердца свои, делитесь о реализациях, которые вы получите от Шримад Бхагаватам. И если вы присоединитесь к этим марафонам, читать Шримад Бхагаватам или читание Чаритамриту, вы получите вкус и сами можете также что-то подобное организовывать, благо сейчас та атмосфера, которую Прабхупада пророчил для нас, она создалась, что проповедовать легко будет, да, когда вот будут какие-то такие внешние трудности, то проповедовать легко. И мы сейчас чувствуем, как это легко делать, да, что мы имеем такие ресурсы. Еще раз всего доброго. Спасибо огромное. Шри Чайтанья Чаритамрита Киджай. Кришнадас Кавирадж Госвами Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Харинам Санкиртана Ягья Киджай. Вся слава всем преданным. Хари Кришна.